liebe Natural Born Grillers, ich bin heute wieder bei meinem Freund Hans und heute gibt es ein Ultimate Ribs Spezial. Das heißt, ich habe hier einen Zettel und den blende ich euch gleich mal ein. Wir machen nämlich heute 18 verschiedene Varianten von Rippchen, allein nur was die Gartechniken anbelangt. Wir arbeiten nur mit einem Dalmatian Rub, also Salz, Pfeffer 1:1, um eben auch eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Bei einem 3:2:1 natürlich packen wir da auch ein bisschen noch Soße oder beziehungsweise Saft dran für die Dämpfungsphase, da geht es nicht anders. Aber wo wir können, verzichten wir auf alles außer Salz und Pfeffer, um eben eine Vergleichbarkeit zu haben. Liebe Zuschauer, hier seht ihr die Liste, die ich vorbereitet habe. Das SV steht für Sous Vide. So, und wenn da steht plus H, so wie hier, dann heißt das immer mit Haut. So, und hier haben wir zum Beispiel also die ganzen Sous Vide-Verfahren, die wir machen. Das heißt, Sous Vide einmal 24 Stunden bei 62 Grad, Sous Vide 12 Stunden bei 75 Grad, Sous Vide 5 Stunden bei 80 Grad und Sous Vide 3 Stunden bei 85 Grad jeweils. Mit Silberhaut dran lassen oder nicht, weil das ist ja immer die große Frage. Mit Silberhaut ist es dann zäher oder ist es besser, schlechter? Auch das werden wir herausfinden. Dann haben wir hier 3:2:1. Dann haben wir 110 Grad Räuchern mit einem Endfrittieren. Dann haben wir Räuchern frittieren mit Haut natürlich. Dann haben wir bei 150 Grad Räuchern und Moppen. So, dann haben wir 110 Grad einfach nur Räuchern, dieser ganz lange Weg, ja. Dann haben wir Sous Vide plus Frittieren, Sous Vide mit Haut plus Frittieren. Und dann haben wir nochmal die chinesische Variante, das heißt, das Fleisch habe ich schon vor 24 Stunden gebrined. Und dann eben mit einer doppelten Frittierung, um herauszufinden, was sind einfach die besten Rippchen. Und wie wir das Ganze machen, das zeige ich euch im weiteren Verlauf des Videos. Liebe Natural Born Grillers, herzlich willkommen schon mal in unserer Versuchsküche in Köln. Hier zeige ich euch, wie man die Rippchen auf chinesische Art und Weise zubereitet. Und dazu seht ihr jetzt hier die Rippen noch im ja, mehr oder weniger ganzen Zustand. Und diese werde ich jetzt separieren in einzelne Stücke. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Stücke separiert. Und im nächsten Schritt packe ich die in einen, ja, so einen Zipper-Gefrierbeutel und gieße dort eine Lake zu, die ich bereitet habe aus einem Liter Wasser und 60 Gramm Salz. Und in dieser Mischung müssen diese einzelnen Rippchensegmente 4 bis 6 Stunden ziehen. Ich nehme 5, da habe ich genau den Mittelwert. Rippchen sind jetzt im Beutel und wandern jetzt in den Kühlschrank, um dort 5 Stunden zu ziehen. Hier ist noch ein Strang mit Rippchen. Allerdings habe ich bei diesen die Haut abgezogen, die Silberhaut entfernt, um zu schauen, welche Variante ist besser. Damit haben wir auch bei der chinesischen Rippchenvariante 2 unterschiedliche Versionen. Hier ist eine weitere Variante, nämlich die Sous Vide Variante, die ich jetzt vorbereite. Ich habe 2 Rippchenstränge. Bei einem werde ich die Silberhaut lösen und beim anderen dran lassen. Und im Hintergrund hört ihr auch schon so komische Geräusche. Das Sous Vide Bad läuft bereits, denn wir werden 4 verschiedene Sous Vide Rippchen alleine zubereiten. Welche Sous Vide Varianten wir benutzen und wie das funktioniert von Temperaturen und Zeit, das werde ich euch in einer anderen Einstellung zeigen. Wie ihr seht, habe ich die Stücke in der Mitte halbiert, weil man die dann schöner einschweißen kann und sie sind dann auch handlicher einfach im Sous Vide Gerät. Und ich habe sie mit einem Dalmatian Rub gerubbt. Also das heißt Salz, Pfeffer mal Verhältnis 1:1 und so werden die jetzt einvakuumiert und natürlich beschriftet, weil bei 4 verschiedenen Sous Vide Verfahren natürlich dann auch noch das Ganze mit Haut und ohne Haut, habe ich ja schon mal mindestens 8 Beutel, wenn nicht sogar noch mehr. Und da ist eine gute Beschriftung das A und O, denn sonst ist der ganze Test für die Katz. Da möglicherweise 19 verschiedene Rippchentechniken, also 18 strenge Rippchen für 5 Leute etwas wenig sein könnten, habe ich noch schnell ein Brisket gespritzt mit Rinderbouillon und außen auch mit Dalmatian Rub gerubbt. Und das wird morgen noch bei 110 Grad über 12-13 Stunden heiß geräuchert. Die 5 Stunden sind abgelaufen. Jetzt werde ich diese starke Lake abgießen und dann, das zeige ich euch auch mal kurz, mit Knoblauchwasser. Ich werde das jetzt noch pürieren, aufgießen. Und in dem Wasser ist nur eben Wasser und Knoblauch drin. Und da wird das jetzt über Nacht noch eingelegt, sodass wir dann morgen weiterverfahren können. Und ich habe ja wie gesagt 2 Beutel, einen mit Haut, einen ohne. Und mit dem anderen Beutel verfahre ich jetzt genauso. Hier habe ich den Beutel mit den abgetropften Rippchen
Und jetzt gieße ich das Ganze einfach hinein. So, presse noch schnell die Luft raus. Und dann kommt es über Nacht in die Kühlung. So sieht der Beutel aus. Hier sieht man jetzt auch noch die Knoblauchstückchen rumfliegen, wie in so einem lustigen Aquarium. Ein paar Impressionen aus der Küche. Jetzt guckt euch mal an, wie viele Bergerippchen wir hier haben. So, und der Lutz, der hilft mir hier ein bisschen mit Salz und Pfeffern. Wir arbeiten ja nur mit dem Dalmatian Rub. Hier seht ihr jetzt noch weitere Rippchen, die wir bereits gesalzen, gepfeffert und auch einvakuumiert haben, schon mit den Beschriftungen, wie wir das zubereiten. Hier blubbert schon der dritte Sous-Vide-Versuch. Zwei habe ich ja schon fertig gemacht, die wir dann hinterher noch für euch entgrillieren werden. Und hier sind mal eben noch unsere Rippchenstränge, wo wir die Silberhaut schon abgezogen haben. Soweit ein kleiner Einblick aus der Küche und wir wieder in der Grillhütte von Hans. So, den Weber haben wir jetzt genau auf 150 Grad und Räuchern eingestellt. Und da werden wir jetzt schon mal ein Rippchen auflegen. So, ihr seht, es räuchert auch so ein bisschen aus der Rauchbox. Die ist da. Und jetzt schnell Deckel zu. Und dann in 70, 75 Minuten sollten die gut sein. Wir warten es ab. So, wir richten gerade den Monolith ein auf 110 Grad, räuchern dann natürlich indirekt das Ganze und wir haben statt Wasser verwenden wir einen Glühwein, weil das eben noch eine schöne Aromatik gibt. Einfach irgendwo hin. Du kannst ja vorne an den Rand klatschen, genau. Mittig, mittig ist doch. Mittig, dann mach mittig. So, so genau. Ich hoffe, passt die andere jetzt mal darauf. Perfekto. Als wenn es dafür gemacht ist. Könnte man so sagen. Die schrumpft ja bei uns. Natürlich. So, so. Und jetzt tun wir. Jetzt machen wir den Rippchen. Müssen wir natürlich weiter aufpassen, das wird ja richtig heiß, weil der offen ist so lange. Ja. Also, dann sagen wir, in den linken Bereich legen wir jetzt ein für 110 Grad die Rippchen ohne Haut. Und rechts legen wir die Rippchen hin mit Haut. Und Gott sei Dank haben wir das jetzt auf Video. Und jetzt schließen wir das Ganze und gucken mal, wie lange das braucht, bis es schön gar ist. Wir halten euch auf dem Laufenden. So, und hier unten, die fehlen noch so ein bisschen. Bei 150 Grad packen wir noch die Rippchen rein mit Haut. Oben ohne, unten mit. Die Rippchen sind jetzt genau eine Stunde drauf in diesem Verfahren bei 150 Grad. Guckt euch mal an, wie die aussehen. Ihr seht, der Knochen bildet sich schon zurück. Die kann man schon essen. Und wie die gleich schmecken, das gucken wir uns an. Und dann bin ich mal gespannt, welche Noten wir geben und ob wir einen Unterschied merken zwischen Haut weg und Haut dran. Und vor allen Dingen, wie der Unterschied ist. Hier ist jetzt der Test. 150 Grad, heiß geräuchert. Links haben wir ohne Silberhaut, rechts haben wir mit Silberhaut. Und jetzt bin ich gespannt, was den Leuten besser schmeckt und welche Note vergeben wird. Wir vergeben die Noten von 0 bis 10. 10 ist das Beste, 0 ist das Schlechteste. So, was ich jetzt schon sagen kann, ist, klarer Favorit bei 150 Grad war mit Silberhaut dran. Die waren viel, viel saftiger, knuspriger, geschmacksintensiver, einfach eine ganz andere Klasse. Und jetzt, ganz interessant, machen wir schon den ersten Sous-Vide-Test. Das heißt 24 Stunden 62 Grad, sowohl mit als auch ohne Silberhaut. Und die werden jetzt bei 250 Grad jeweils 2,5 Minuten pro Seite knusprig angegrillt und dann schon verkostet. Und wie das hinterher aussieht, zeige ich euch in der nächsten Einstellung. Das ist unser erster Sous-Vide-Test. Das sind Rippchen, 24 Stunden im Sous-Vide-Becken bei 62 Grad gegart. Zur linken haben wir Rippchen, wo wir die Haut abgezogen haben, ebenfalls wieder nur mit dem Dalmatian Rub. Und rechts sind Rippchen, wo die Silberhaut dran gelassen ist. Und wir essen uns wieder von links nach rechts und wir sind gespannt auf das Ergebnis und wie es uns schmeckt. So. Also Sous Vide kam gut an. Jetzt haben wir schon die nächsten Rippchen, also das heißt 12 Stunden bei 75 Grad. Und natürlich wieder mit und ohne Silberhaut. Und wie uns die schmecken, das seht ihr gleich. Und hier haben wir die nächste Sous Vide Portion. Das sind jetzt 12 Stunden bei 75 Grad. Zur linken haben wir wieder ohne Silberhaut. Rechts haben wir die Silberhaut dran gelassen. Und ich wünsche uns einen guten Appetit. Und die
Ja, also die Geschichte mit dem Sous-Vide. 12 Stunden, völlig ausreichend. Wunderbar vom Geschmack her, Fleischgeschmack und super zart. So Hans, was nimmst du mit bis jetzt? Wir haben jetzt 3 Rippchen-Varianten gegessen. Silberhaut entfernen ist ein Mythos. Geht auch mit Silberhaut. Absolut. Kaum ein Unterschied bemerkbar. Genau. Und momentan ist unser eindeutiger Favorit. Ich zeige euch mal kurz hier diese Liste. Siehste, also, aber ich zeige euch diese hier. Da sieht man nämlich das viel, viel besser. Sous vide, 75 Grad bei 12 Stunden. Das ist momentan unser ganz, ganz heißer Favorit. Und wie es weitergeht, das seht ihr im weiteren Verlauf. Wir sind bei dem nächsten Rippchengang. Das ist einer, wie er klassisch in New Orleans gemacht wird. Das heißt, bei 150 Grad und permanenten Moppen. Das heißt, im 10-Minuten-Rhythmus werden die Rips gewendet und dann die Oberfläche wieder benetzt mit einem Mop. So, wir haben das jetzt gerade gemacht. Klappe zu und in 10 Minuten sehen wir uns wieder. Der Grill hat wieder die 150 Grad. Und es ist Zeit, das erste Mal zu wenden und die andere Seite zu moppen. Sehen die Rippchen aus? Das sieht doch schon mal fantastisch aus, würde ich sagen. Und schön goldgelb geräuchert. Flüssigkeit müssen wir, glaube ich, ein bisschen nachgießen. Und das werden wir jetzt machen. Und vielleicht müssen wir die Rippchen einmal drehen oder so. Kann gut sein. Nö, brauchen wir nicht. Ja? Die sind auch so gut. Ja, gleich geht's weiter. 3 Stunden sind vergangen. Jetzt ist es natürlich Zeit, unsere Rippchen runterzunehmen. Gerade im 3-2-1-Verfahren. Die werden jetzt natürlich eingepackt und gedämpft. Und die anderen, da probieren wir jetzt einfach mal, ob die schon schmecken oder ob wir die bei 110 Grad noch weiter grillen müssen, bis sie schmecken. Weil wir wollen natürlich auch gucken, geht es überhaupt mit Rippchen, die nur über 110 Grad sanft zu räuchern, kann man das essen. Ja, deine Erfahrung. Also der Hans und ich, wir haben gerade schon was getestet, nämlich die Rippchen bei 110 Grad heiß geräuchert. Und die waren jetzt 3 Stunden drauf. Die anderen Rippchen, die nehmen wir gleich runter, um sie im 3-2-1-Stil zu machen. Und die anderen nehmen wir auch gleich runter, um sie nochmal end zu frittieren, um auch diese Variante zu testen. So Hans, und wie sind die jetzt nach 3 Stunden? Lassen wir die noch drauf? Nehmen wir sie runter? Wie sieht's aus? Ich würde sie runternehmen, sonst werden sie noch trockener. Alles klar. Und dann bereite ich jetzt das Tasting vor, sodass jeder sich sagen kann, ob die schmecken oder nicht. Ha? Wir können festhalten, die Variante 110 Grad, nur heiß geräuchert, die war überhaupt nichts. Das seht ihr auch hinterher an den Bewertungen. Die waren alle im 1er bis 3er Bereich und das von 10 möglichen ist nicht so doll. Und jetzt haben wir die Variante aus New Orleans. Das heißt 150 Grad, heiß geräuchert und dabei permanent gemobbt. Das heißt, alle 10 Minuten wurden die mit einer Mobsoße bestrichen und die probieren wir jetzt. Links wie immer ohne Silberhaut, rechts wie immer mit Silberhaut. Lasst es euch schmecken. Und die waren nicht. Das ist das dritte Sous-Vide-Experiment in der Reihe, wie ihr vielleicht sehen könnt. 5 Stunden 80 Grad plus Haut. Und das haben wir natürlich, also plus Silberhaut, das haben wir natürlich auch ohne Silberhaut. Das bereite ich jetzt vor und die werden wie immer 2 Minuten 30 Sekunden auf jeder Seite gegrillt und dann probieren wir die gleich. Natural Born Grillers, wir haben jetzt das dritte Sous-Vide-Experiment, das heißt 5 Stunden bei 80 Grad, zur linken wieder ohne Silberhaut, links mit Silberhaut und wir lassen es uns jetzt schmecken. Aus all den Zutaten, die ich angegeben habe, quasi alles bis auf das Fleisch, habe ich einen Teig oder eine Marinade angerührt. Und jetzt wisst ihr, war der letzte Schritt ja, dass ich die separierten Rippchen in Knoblauchwasser eingelegt habe. Und das Knoblauchwasser habe ich bereits abgegossen. Und jetzt lege ich die Rippchen hier in diese Marinade, mariniere die und dann wandern die direkt ins heiße Öl für den ersten Frittiervorgang. Die Rippchen sind jetzt mariniert und jetzt wandern die in die Fritteuse. Aber dafür baue ich mal eben das Kamerasetup um, dass ihr das auch alles mitbekommt. Und jetzt wandern die Rippchen da rein. Jo, das sieht gut aus. Schön, dass wir so einen großen Topf haben. Gucken
gucken mal, kriegen wir alle rein. Bin frohen Mutes. So, hier habe ich auch schon so eine Schöpfkelle und dann bewegen wir die mal hin und her und dann gucken wir uns das mal an. In der Zwischenzeit lege ich die anderen Rippchen schon mal wieder in die Marinade, damit wir auch die gleich frittieren können. Die sehen schon mal ganz gut aus. Jetzt nehme ich sie raus und packe die nächste Fuhre rein. Gorillas, das sind jetzt die Rippchen auf chinesische Art. Also ihr seht, auch hier löst es sich schon vom Knochen. Und das nur durch zweimal frittieren, allerdings eine Vorbehandlung. Das heißt gebrined und doppelt frittiert. Und das ist jetzt die Variante ohne Haut und die lassen wir uns schmecken. Rippchen 3, 2, 1. Also die Räucherphase habt ihr mitgekriegt, die Dämpfungsphase, die ist jetzt abgeschlossen. Jetzt wickle ich das Ganze aus und jetzt kommt es nochmal für eine Stunde auf den Grill. Wird dann immer wieder bepinselt, sodass es von außen ein bisschen karamellisiert. Und ja, das zeige ich euch jetzt, wie wir das machen. Hier haben wir jetzt die 3, 2, 1 Rips. Links ohne Silberhaut, rechts mit Silberhaut. Und wir probieren und natürlich schneide ich die mit dem neuen Messer. Es ist vollbracht, die letzte Rippchenvariante ist auf dem Tisch. Das ist wieder ein Sous-Vide-Verfahren, das heißt 3 Stunden bei 85 Grad und wie immer 5 Minuten gegrillt. Zur Linken haben wir die Rippchen ohne Silberhaut, rechts haben wir die Rippchen mit Silberhaut und wir gucken mal, wie uns das geschmacklich gefällt. Und natürlich schneide ich die jetzt klein mit dem neuen Messer und der Lutz filmt mich, wie ich die mit dem neuen Messer schneide. Mach einfach nur ein Close-up von meinen Händen. Wenn ich da ein bisschen rumsäge jetzt. Ich muss den roten Knopf noch machen. Nein. Es ist, läuft schon alles. Läuft durch. Ja, dann sag mir das doch. Habe ich doch gesagt. Du musst einfach nur ein Close-up machen. War keine weitere Anweisung. So, ihr seht, das geht hier durch wie durch heiße Butter. Also, bis jetzt stimmt das. Ich muss nur eben kurz den Knochenverlauf ein bisschen gucken. So. Und die Leute im Hintergrund, die können kaum noch die Rippchen abwarten. Ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall, weil wir heute doch das ein oder andere Rippchen schon hatten. Und der ein oder andere Proband, der hier verkosten darf, der sagt sogar, vielleicht träume ich sogar schon schlecht oder habe Horrorvisionen von Rippchenträumen heute. Aber wir stellen uns auch der letzten Tagesaufgabe. So, jetzt ist alles geschnitten und ich sage einfach nur noch guten Appetit und du darfst mir die Kamera wiedergeben. Natural Born Grillers, ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gastgeber, dem lieben Hans, dass er so verrückt war, mich mal wieder einzuladen zu sich. Ja, und auch den lieben Lutz, dass wir heute versucht haben, unsere Mägen zu verrenken. Oh. 22 Rippchen versuche ich, wobei ich gucke gleich nochmal in der Tabelle, wie viel wir wirklich hatten, weil ein Streichresultat haben wir auf jeden Fall. Plus noch ein Brisket. Und wie war es für euch? Habt ihr irgendwas gelernt? Nehmt ihr irgendwas Positives mit, außer Bauchschmerzen? Also endlich mal wieder satt essen an Fleisch. Das ist was. So, und irgendwas von Rippchen mitgenommen, eine Gartechnik, die du nicht kanntest oder irgendwas? Nein, also das mit dem Sous-Vide, das war das Beste. Und mit der Silberhaut ist ein Mythos. Absolut. Geht auch mit Silberhaut dann. Eine wunderbare Sache. Richtig. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich und in der letzten Szene seht ihr dann natürlich noch unser Testergebnis, welches Verfahren natürlich am besten war und ich sage nochmal vielen, vielen Dank, lieber Hans und Maria. So.